and gentlemen, welcome to Jurassic World. Und ja, Leute, das war der Pre-Order-Trailer von Jurassic World Evolution 2, welches wir am 9. November endlich spielen können, denn da ist das Release-Datum. Ich freue mich schon sehr darauf und ich muss sagen, dieser Trailer war wirklich richtig cool. Also es gab viele coole neue Dinge zu sehen und ich würde auch sagen, dass wir die jetzt direkt nochmal ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Da haben wir als allererstes eine wunderschöne, offene Wüstenlandschaft. Also das sind wirklich freilebende Dinosaurier, so wie es aussieht. Ganz viele Paras hier vorne. Hier sind Stegos. Wirklich wundervoll. Das sieht richtig cool aus. Auch grafisch hat sich da viel getan. Es sieht mittlerweile echt mega gut aus, das Spiel. Und man sieht jetzt auch richtig gut, wie groß diese Karten sein werden. Weil das ist echt heftig, wie viel Platz da ist. Finde ich richtig nice. Oh, eine richtig schöne Stego-Herde. Diese Animation finde ich ja so unfassbar cool, wie er den Parasaurolophus umstößt, also der Kano, und dann selber mit umkippt. Also das ist wirklich mega nice. Schaut euch das mal an. Das wirkt richtig lebendig und dynamisch. Ja, Amargasaurus, Para und Stegos. Das sieht auch schon alles sehr cool aus. Cooler Zaun hier. Die Gebäude kann man ja auch alle so ein bisschen einfärben. Aviarium. Diese Wüstengegend gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Und hier haben wir dann das erste Mal die Tiger, auch wunderschön. Hier auch wieder mit einem Aviarium, aber ohne Glas, sondern mit Käfig. Also da kann man dann wohl auch so ein bisschen wählen. Aber das Prinzip ist dann immer das gleiche. Man hat also Dome und die kann man miteinander verbinden. Und dann entsteht halt ein Aviarium in der Form, wie man es gerne hätte. Das ist auch so süß, dass die Dinos jetzt auch untereinander so ein bisschen mehr interagieren. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht mit den Brachios. Wirklich toll. Herzerwärmend. Oh, da ist auch noch eine Animation. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh mein Gott, schaut mal hier auf die Triceratopse. Die machen hier auch gerade so einen kleinen Kampf. Oder spielen miteinander oder was auch immer das sein soll. Ich denke mal, es wird eher so ein kleiner... ja, Kampf sein. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Diese Gestaltungsmöglichkeiten sind halt auch insane, ne? Dass man dann Sachen rotieren kann und viel, viel besser platzieren kann. Das ist echt cool. Und ich muss wirklich sagen, die Dinosaurier wirken extrem lebendig in dem Spiel. Also von dem, was wir jetzt gesehen haben. Also da haben die wirklich einen tollen Job gemacht, die Entwickler. Da sieht man das nochmal ganz gut. So funktioniert das mit den Aviarien. Also da kann man wirklich einen Dom bauen, den nächsten und dann wird es immer größer und das Ganze miteinander dann verbunden. Da haben wir den Nasutoceratops und auch hier wieder eine Interaktion unter den Nasutos untereinander. Richtig cool. Knabbert hier am Horn so ein bisschen. Also diese Interaktion, da haben die wirklich viel Wert drauf gelegt und das finde ich auch echt toll. Das ist der Majungasaurus, dürfte es sein. Der hat sich optisch auch ein bisschen verändert zum ersten Teil. Büchst hier gerade frech aus seinem Gehege. Oh mein Gott, das ist ja auch cool. Ey, diese ganzen neuen Animationen, das sieht so nice aus. Er stößt den einfach so weg. Ey, das war ja mal ein so cooler Kill schon wieder. Und ein neues Biom, nämlich das Tropenbiom ist es, glaube ich, ne? Also das Standardbiom, was wir von Jurassic World Evolution kennen. Und hier sieht man dann auch schon die Viewing Galleries aus dem Film von Jurassic World, die gibt es dann auch. Und es gibt auch die Highfeeder. Also das ist wirklich mega toll, dass es das dann endlich alles geben wird in Jurassic World Evolution 2. Und ein neuer Flugsaurier, nämlich ist das der Tropiognathus, ist es, glaube ich, wird er ausgesprochen. Falls ich da falsch bin, korrigiert mich auch gerne. Aber darauf gehen wir auch nochmal genauer morgen ein. Also das ist jetzt nur eine kurze Reaktion. Es gibt nämlich auch noch einige Screenshots über Jurassic World Evolution 2, die wurden jetzt auch zeitgleich gepostet. Die schauen wir uns dann auch nochmal an. Und da steht dann auch, dass das der Tropiognathus ist. Der sieht auch mega nice aus. Super, super interessant. Ich hoffe, es wird auch noch den Quetzal geben. Da hatten wir den... Oh, da habe ich den Namen jetzt schon wieder vergessen. Das ist doch, glaube ich, der, ne? Von dem wir den Spezies-Profil hatten, das letzte. Ich habe echt den Namen vergessen. Aber die Dino-Namen sind auch immer teilweise echt schwer. Und den Allosaurus. Der sieht wieder sehr ähnlich aus wie im ersten Teil, muss ich sagen. Aber... Allosaurus ist ja sowieso einer meiner Lieblingsfleischfresser. Oh, wie heftig dieser Kampf ist. Diese Animationen sind einfach insane. Oh mein Gott. Es sieht einfach so unfassbar gut aus. Diese ganzen Interaktionen, Animationen. Es ist einfach heftig. Das, ich komme darauf echt nicht klar, wie gut Jurassic World Evolution 2 sein wird. Dazu brauche ich, glaube ich, nichts sagen, ne? Oh, das ist so schön. Wir haben es ja schon mit Mods und sowas gebaut in JW1. Und jetzt wird es endlich geben und sogar mit Funktion. Der Hai wird rausgefahren. Und dann sehen wir gleich zum allerersten Mal den Mosasaurus in Action. Es ist... Ich habe damit nicht gerechnet, dass wir den jetzt schon zu Gesicht bekommen, aber ich bin so beeindruckt. Das ist so unfassbar cool. Oh mein Gott. Ich muss nochmal kurz zurückspulen. Es gibt auch noch mehr Screenshots, aber die schauen wir uns dann morgen in Ruhe nochmal an. Da kommt er mit einem riesigen Platscher. Das, das ist mega. Im Jurassic Park San Diego. Das ist auch so unfassbar cool. Auch mit dem Hintergrund. Schaut mal hier, die Stadt im Hintergrund. Oh, das ist so toll. Das wird wahrscheinlich dann der Chaos Theory Mode sein, wo man diese Filmszenen und sowas nachstellen kann. Da gehe ich mal stark von aus. Sieht aber alles so unfassbar gut aus. Und da haben wir das Datum. 9. November. Man kann es jetzt schon auf die Steam-Wunschliste packen. Packe ich unten für euch den Link in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das gerne tun, werde ich natürlich selber auch machen. Und das war der Pre-Order-Trailer von Jurassic World Evolution 2. Ich persönlich fand ihn richtig gut, besonders die Interaktion und Animation der Dinosaurier haben mir richtig gut gefallen und natürlich auch der Mosasaurus. Falls euch noch irgendwas ganz Besonderes aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Morgen, übermorgen und sowas werden wahrscheinlich noch weitere Videos folgen, weil es wurde so viel gezeigt. Das werde ich dann nochmal alles ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.